Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1941. Wir sind wieder mit der Heeresgruppe Nord unterwegs. Diesmal haben hier beim letzten Mal, also nicht in der letzten Folge, sondern beim letzten Mal mit der Heeresgruppe Nord Tallinn eingenommen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die Stellungen der Heeresgruppe Mitte bei Smolensk werden angegriffen. Das haben wir beim letzten Mal gespielt, in den letzten drei Folgen. Während die Heeresgruppe Nord den Befehl erhalten hat, eine Belagerung Leningrads vorzubereiten. Wohin werden sie ihre Verstärkung schicken? Nach Smolensk oder Leningrad? Da wir Smolensk schon gespielt haben, nach Leningrad natürlich. Also verstärken wir die Heeresgruppe Nord und das wird eine weniger schwierige Angriffsschlacht bei Leningrad. Da bin ich ja mal gespannt. Und das Spiel erhöht die Spannung hier mit langen Ladezeiten. Hammermäßig. So, da haben wir es. Marsch auf Leningrad, 18. August 1941. Die allgemeine Versorgungslage scheint sich dem Tempo unseres Vorstoßes angepasst zu haben, mein General. Das und die Weigerung der Finnen, ihren Vorstoß über ihre Grenzen von vor dem Krieg hinaus fortzusetzen, hat dazu geführt, dass unser Befehl zum Angriff auf Leningrad zurückgenommen und stattdessen die Belagerung der Stadt angeordnet wurde. Belagern, das ist in Novgorod. Primäres Ziel kontrollieren Sie am Ende des Szenarios Novgorod und alle umliegenden Siegfelder. Bonusziel, errichten Sie vier Belagerungsbunker außerhalb Leningrads. Lagerungsbunker. Okay, dann sind es diesmal keine Flugfeldermobile, die wir da mitschleppen können, sondern Bunker. Bonus-Bonus-Ziel. Wagners Halbkettenfahrzeug übersteht die Schlacht. Es gibt wichtige geheime Informationen. Die sowjetischen Truppen in der Region scheinen über keinerlei Luftunterstützung zu verfügen. Das entlastet uns sehr und sollte unsere Hauptaufgabe um einiges erleichtern. Wir müssen Novgorod und die umliegenden Gebiete sichern, um die wichtigsten Schienentransport- und Verbindungswege zwischen Leningrad und Moskau zu unterbrechen. Das Gelände ist dicht bewachsen und nebelig. Wir sollten uns auf Nahkampfbegegnungen einstellen. Aha. Okay. Wenn sich die Gelegenheit ergibt und wir genug Zeit haben, können wir die Belagerung von Leningrad beschleunigen, indem wir ein Grenzlager direkt vor der Stadt errichten. Um das zu tun, müssen wir einen dieser Speziallastwagen. Wir haben nur drei davon. Sollen wir nicht vier Bunker errichten? Zu diesen markierten Befestigungsstandorten am Stadtrand eskortieren. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay, cool. Gucken wir uns doch mal an. Mein General, wir haben ein Angebot erhalten, unsere Prototyp. Ja klar, BF-109Z nehmen wir mit, auf jeden Fall. Bitte eintauschen. Wir haben einen erdrückenden Angriff bekommen. Das ist nice. So, mal gucken. Das hier sind genau mobile Flughäfen. Und dann haben wir drei Bunker, aber vier Bunkerstellungen und wir sollen vier. Aber wie mache ich das, wenn ich nur drei Lastwagen habe? Wo hat sich der vierte Lastwagen versteckt? Ach so, die verbrauchen sich vielleicht gar nicht. Kein Aufteilen. Okay, das wäre meine andere Idee gewesen. Ja, wenn die sich natürlich nicht verbrauchen sollten, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Wir können 90 Einheitenpunkte mitnehmen. Wir brauchen aber hier die Jungs zum Beispiel schon mal gar nicht. Die Jungs werden wir mal direkt upgraden zu BF-109Z, von dem wir jetzt eine Menge haben. So, dann schauen wir mal. Haben wir irgendwelche neuen Einheiten? Ich vermute nicht. Bei Smolensk in der Verteidigung hatten wir auch keine.
Okay, und dann stellt sich jetzt natürlich echt die Qual der Wahl. Was nehmen wir mit? Wir brauchen wahrscheinlich unsere Jäger gar nicht. Wir könnten Fallis mitnehmen. Was haben wir denn noch in der Reserve? Eine Panzerabwehrkanone haben wir. Da haben wir unsere Fallschirmjäger, die kosten uns 12 Punkte, wenn wir die alle mitnehmen wollen. Jo. Schicken euch mal raus. Aufklärer werden wir brauchen, denke ich mir. So, dann schmeißen wir euch auch raus. Was würde ich denn mit den Fallis, ganz ehrlich, was würde ich denn mit denen machen? Die könnten versuchen, sich hier zu verschanzen irgendwie. Aber wahrscheinlich wäre es deutlich günstiger, wenn die entweder hier in diesem Waldstück marodieren, so ein bisschen, oder halt hier, oder halt einfach mal gucken, wo sind denn unsere Aufstellungszonen hier? Ob die hier vielleicht hinten am Kartenrand, da können die halt nicht gut umzingelt werden, ne, wenn wir die geschickt abwerfen. Sumpf ist eine ungünstige Position. Könnten die zum Beispiel hier in dieses Waldstück abwerfen. Da sind die halt auf beiden Seiten von Sumpf umgeben. Haben hier den Kartenrand, worüber die sich versorgen können. Ohne dass die halt hier vernünftig abgeschnitten werden können, weil da halt überall Sumpf drumherum ist. Das wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, ne? Die mal zu benutzen. Ja, wir haben drei Lufttransporte, okay. So, da hätten wir noch einen Punkt übrig. Das denn kostet zwei. Dann könnten wir zum Beispiel auf ein Aufklärungsflugzeug verzichten. Dafür die Jungs mitnehmen. Oh, lohnt es sich, die abzugraden? Zum Panzerjäger 35R. Aufgrund der erhöhten Mobilität könnte sich das tatsächlich lohnen. Ich glaube, das probieren wir einfach mal aus. Hier wollen wir hin. Ja. Einmal upgraden. Wer hat denn eigentlich... Ihr habt das, ne? Ja. So, dann gucken wir mal zu unseren Aufklärungspanzern. Gut getarnt und Ablenkung haben die beide. Ihr habt aus dem Shock and Awe. Verliert alle Bewegungspunkte. Und ihr habt dafür Überrennen. Ist das bei euch eine Heldenfähigkeit? Ja, tatsächlich. Ihr könntet doch noch irgendwas bekommen hier. Erdrückender Angriff. Ja, warum nicht? Das wäre hier auch was für unsere Fallis gewesen, aber die Azul-Infanterie kann es ruhig auch. So, dann verstärken wir euch einfach und dann müssen wir mal einen Plan machen irgendwie. So, unsere Aufstellungszonen befinden sich hier. Und wir sollen irgendwie nach da drüben kommen. Und hier oben müssen wir halt gucken, dass uns dann niemand in den Rücken fällt.
Also der deutlich stärkere Verband muss wahrscheinlich hier unten irgendwie so ein bisschen querfeldein durchziehen. Oh, das wird schwierig, Leute. Und die hier oben bekommen halt mehrere Aufgaben irgendwie. Okay, schauen wir mal. Dann fangen wir mit euch hier oben an. Vielleicht können die das hier einfach regeln, das wäre total gut. Dann rechnen wir hier in der Mitte mit Panzern, ne, und hier unten eher mit Nahkampf. Also wird es hier wahrscheinlich einen sturen Gustav ganz vorne geben und so einen kleinen Mörser. Die Artillerie parken wir weiter hinten. So, da haben wir hier einmal Pioniere und die Gebirgsjäger. Hier ihr und die etwas schlechtere Azul-Infanterie. Die könnten hier oben mit, um den Panzer zu unterstützen. Ah, da könnte auch so ein Flammenpanzer mit. Der Flammenpanzer und die Jungs hier haben die gleiche Geschwindigkeit, ne? Oh ja. Das bietet sich doch dann an. Allerdings nicht, wenn da oben irgendwo eine Panzerabwehrkanone steht. Ja, dann ist halt Pech. Ist dann halt so. So, was ist denn euer Ziel? Die sollen eigentlich direkt hier in gerader Linie vorrücken. Und mal gucken, wo die hier irgendwie... Oh Gott, das wird ein sehr diffuser Auftrag. So, dann nehmen wir hier den besseren Panzer 3 mit. Das seid ihr. Einen zwei Panzer 4 bekommen die, ne? Hätte ich schon gerne einen mit Schnellfeuer. Ja, die beiden hier. Komm mit und dann gehen die beiden hier unten mit. So. So, südlicher. Der südliche Bereich, die sollen hier drauf zu marschieren. Euch parken wir hier. Dann haben wir hier ein paar Aufklärungspanzer auf jeden Fall. Wir haben eine Panzerabwehr direkt dahinter. Wir haben hier so ein paar Pioniere vielleicht, die hier irgendwie auf die Straße dann vorrücken können. Hier haben wir eine Azul-Infanterie, die sich einigermaßen schnell bewegen kann. Hier haben wir Gebirgsjäger, flankiert von Flammenpanzern. Dann haben wir hier die restlichen Panzer irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, Aufklärer. Bomber. Ach du schöne Ding. Ja, die werden wir wahrscheinlich irgendwie gleichmäßig aufteilen müssen, oder? Ich weiß es nicht. Ach, ihr habt hier auch... Luftwaffenbasen dabei, da können wir ja dann hier mitten einen ins Feld reinbauen, wenn wir da Bock drauf haben. Ne, die können auch hier unten mit hin. So, da haben wir hier so ein paar Langstrecken-Jungs. Ja, die können eigentlich auch hier oben erstmal mitfliegen. So, und da haben wir noch Fallis.
haben wir hier wunderbar unsere Scouts. Dann haben wir hier irgendwo unsere Elite-Einheit. Dann haben wir euch noch hier und ihr chillt euch hier auf diesem Flugplatz. Und da hoffe ich, dass das irgendwie hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wir schauen mal. Okay, hier oben haben wir also direkt Panzer und keine Bomberunterstützung. Das sind T-34 und BT-7A. Gegen die haben wir halt relativ wenig Chancen. Das heißt, die Fallis werden hier einfach diese Brücke verteidigen. Die sind nur zu zweit. Ich hätte hier oben vielleicht doch irgendwie einen Bomber stationieren sollen. So, Flammi-Flamm-Panzer hier entlang. So, dann schauen wir mal. Ich lasse mal euch einfach losfliegen. Ihr solltet ja im Endeffekt irgendwann hier unten landen. Ich benutze die Jungs erstmal so ein bisschen als Aufklärer. Die haben nur eine Sichtweite von 1. Okay, hier ist also schon mal nichts los. Gut zu wissen. In diesem Korridor ist auch nichts los. Und hier unten haben wir dann echt ein bisschen Widerstand. Okay. So, wie weit kommt ihr denn hier alle so? Bis hier an die Kreuzung ran? Ist das machbar? Ja, das ist machbar. Okay. So, ihr seid die langsamsten. Ihr dürft bis da. So, dann kommen wir hier zumindest schon mal ziemlich weit voran. Ziemlich gut. Was hier los ist, wissen wir natürlich nicht so genau. So, und ihr müsst mal hier irgendwie so einen kleinen Aufklärungsflug machen. Okay. Können ja natürlich trotzdem irgendwo Flugabwehr haben. So, was machen wir hier mit Hauptmann Wagner? Keine Ahnung. Der kann chillen.
So, dann rücken wir hier voll offensiv vor, oder? Sind das alle Bewegungspunkte, die wir haben? Ja. Habe ich hier, doch klar, habe ich hier Aufklärer dabei. So, hier ist absolut nichts Gefährliches in der Nähe. Das heißt, wir können ruhig ein bisschen aggressiver vorrücken. Wir sehen natürlich zu, dass die Jungs sich hier trotzdem gegenseitig Deckung geben. So, dann haben wir uns hier erstmal so einen Überblick verschafft, auf jeden Fall. Wo wir hier mit was rechnen können. Na, hier oben gibt es einen Flugplatz. Den einzunehmen wäre natürlich schon irgendwie wichtig. So, habe ich irgendjemanden vergessen? Du bist nur hingesprungen. Zu welcher Einheit? Zu keiner Einheit. Okay, gut. Hier wurde verstärkt. Die rücken vor. Laufen hier schön in den Hinterhalt. Kriegen da dreimal defensiv Feuer ab. Und dann nochmal von der Einheit, die sie eigentlich angreifen wollten. Beziehungsweise in die sie reingestolpert sind. Ah, da sieht man einer an. So, mal sehen, ob wir die dazu bringen, sich hier umzudrehen. Hier war niemand, oder? Ich glaube nicht. So, das macht ihr. Dann wagt ihr mal hier so einen kleinen Vorbeiflug irgendwie, wollte ich eigentlich nur. Ich wollte hier nicht direkt bis in diese Stellung rein. So, was? Ihr macht das einfach so. Wunderbar. Da scheint generell nicht viel los zu sein hier. Sieht alles so ein bisschen verlassen aus. So, hier haben wir eine Panzerabwehr und ein bisschen Infanterie, die da rumgammeln. Die haben auch alle keine Sichtweite, ne? Nee. Dann schmeißen wir hier nämlich einfach so einen Flammenpanzer in den Wald. Falls da jemand entlang kommen möchte, haben die dann hier die wunderbare Gelegenheit, da in unsere Panzer reinzurennen. Ja, damit haben wir hier unsere Flanke so ein bisschen nach rechts gesichert. Hier kommt überhaupt nirgendwo an. Das heißt, wir brauchen diesen Flugplatz da auf jeden Fall. So, die kommen hier bis ran. Ihr kommt quasi bis dahinter. Okay, das ist aber easy.
Also bisher sind die sowjetischen Truppen hier hart auf dem Rückzug. Kommt ihr da alle ran irgendwie? Irgendwie schon, ne? Ihr natürlich nicht. Ach, wie murkelig. So, das ist ein... Ach, ihr seid Aufklärer und keine Panzerabwehr. Ich denke die ganze Zeit, das wäre eine Panzerabwehr. Ihr seid kein Panzer 2. Mein Panzer 2 von der Flanke guckt da oben rum. Vier zu sechs, weil die im Wald rumgurken. So, dann verteilen wir uns hier mal ein bisschen mehr oder minder sinnvoll. Wollen wir hier ein Flugfeld hinbauen? Eigentlich nicht, ne? Und dann wollen wir das hier drüben irgendwo hinbauen. So, was haben die hier gemacht? Ach so, noch gar nichts. Sie hat noch keine Chance zu reagieren. Da ist eine Flugabwehr. Aha. Ja, die können sich nicht weiter bewegen. Schade. Dann kommt unsere Formation wohl hier zum Stillstand. Verlege ich die? Gibt eigentlich auch keinen Sinn, ne? Wir können hier ein bisschen aufklären. Also ich sehe schon, mit Flugzeugen wird ein bisschen schwierig. Weil da doch sehr viel Platz zwischen den einzelnen Flugfeldern ist. Habe ich noch jemanden? Ihr könntet noch, okay. Das war klar. So, und die sind da jetzt zwischen unseren beiden Formationen gefangen, ne?
So, dann kommen wir doch hier oben wieder erwarten, doch voran. Und auch gut voran. Eins zu zehn. Können wir dagegen irgendwas tun? Nee, mit der Flugabwehr, da wird es halt schwierig. Ja, die liefert hier tatsächlich das Unterstützungsfeuer. Frecherweise. So, und wir gehen hier einfach ran, wie es aussieht. Überraschung! So, und dann sollen die uns hier angreifen, meinetwegen. Die würden dann nicht rankommen, auf jeden Fall. Und in der Stadt haben unsere Flammenpanzer eigentlich ganz gute Chancen, sich zu verteidigen. Die kommen dann auch vor allen Dingen aus ihrer Deckung raus. Na wunderbar. So. Das funktioniert also auch. Hier kommen wir nicht durch, weil die hier im Weg sind. Wir können aber zumindest bis hierhin aufrücken. Die müssen wir irgendwie... die stressen ein bisschen. So, ihr dürft hier diesen Flussübergang bewachen. Dann bekommt ihr auch ein bisschen Panzerabwehrunterstützung, meinetwegen. Wer bewacht den Flussübergang? Hier niemand. Okay, cool. So, dann können wir euch hier auf jeden Fall nach vorne verlegen. Ihr könntet meinetwegen die Jungs hier ausschalten. Ihr fliegt hier eine kurze Aufklärung. Stellt fest, alles cool. Dann werdet ihr auch nach hier verlegt. Läuft doch. Und hier oben können wir, glaube ich, auch einkesseln, ne? Mit zwei Einheiten. Doch, dürfte funktionieren, wenn wir eine hier und eine hier platzieren. So, dann dreht ihr hier Richtung Süden ab, so ein bisschen. Stellt fest, aha, da ist absolut viel los. Ah, wo ist unsere dritte Falli-Einheit? Ach, hier drüben. Puh, ja, ach, die könnten hier sogar nochmal angreifen, aber gegen die Jungs im Wald, nee. Brauchen wir nicht. So, da müsst ihr hier irgendwie vorrücken.
Ich habe jetzt echt niemanden, der hier diese blöde Stadt einnehmen kann. Ihr könntet. Ah, ihr auch. Okay, wie machen wir das? Wir fahren erstmal nach... Ja, nee, die Jungs fahren erstmal hier rüber. Vielleicht teilen die sich auch ein bisschen auf. Ne, hier drüben ist ja nichts los. Da brauche ich eigentlich nur eine billige Einheit hinfahren lassen. Hier zum Beispiel. Und der Rest kann sich da schon mal Richtung Norden orientieren. Um den Lastwagen hier so ein bisschen Gleitschutz zu liefern. So, die stellen wir da einfach in Richtung Sumpf. Da müssen wir mal gucken, nach da müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie durchprügeln. Würde ich vermuten. Dazu habe ich aber eine Azul-Infanterie dabei. So, ihr geht hier mit. Die Pioniere werden wir hier oben brauchen. Die Gebirgsjäger kommen auch hier oben mit. Brauchen wir hier drüben irgendwo noch ein Flugfeld? Vielleicht hier. So, die Jungs teilen sich ein bisschen auf. Da müssen wir echt mal rausfinden, was hier drüben abgeht. So, habe ich irgendjemanden vergessen? Ihr könnt eigentlich echt schon mal hier rüber machen. Okay. Nächste Runde regnet's. Ew. So, die haben sich aus ihrer wunderbar befestigten Stellung rausbewegt. Die Typen greifen unsere Flammenpanzer im Offenen an. So, und jetzt haben wir das Problem. Die können sich nicht bewegen. Okay, uncool. Absolut uncool. Hallöchen, ihr seid eingekesselt. Apropos eingekesselt. Hi. Ja, ihr könnt halt nichts machen. Ach, die hatte ich letzte Runde benutzt. Alles gut, alles gut. So, hier kommt jetzt ein T-34. Ich mir einfach so ein bisschen aus. Lasse unseren Gustav nach vorne. Und der regelt. Ich würde super gerne da in die Stadt rein.
Ich weiß noch nicht, ob das safe ist. Nee. Da ist nämlich noch ein KW-1. Okay, alles klar. Da war ich also ein bisschen zu... 1, 2, 3, 4. Könnten die eigentlich mal machen, ne? Ist das die Sumpf? Ja, das ist Sumpf. Einen Sumpf wollen wir nicht. Das wäre blöd. Könnten tatsächlich hier irgendwo einen Flughafen errichten. Ich weiß nicht wo. Ist hier okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na, das müssen wir wahrscheinlich wirklich irgendwo weiter vorne machen. Hier wäre eigentlich so ein günstiges Feld, wo man das ganz gut machen könnte. Ich denke, hier ist niemand. Da rücken wir einfach schnell vor. Hier drüben haben wir einen Flughafen. Vielleicht könnten wir hier einen Flughafen errichten. Das wäre ein Feld, wo man halt super schwer hinkommt. Was den Gegner dann halt ein bisschen schwerer macht, das Ding kaputt zu tun. Achso, der Panzer 2 ist natürlich hier unten, ne? Hm. So, wo wollen wir denn entlang? Wollen wir uns hier oben entlang schlängeln oder lieber hier unten? Ich denke, die Route hier unten ist ein bisschen günstiger. Nee, eigentlich nicht, ne? Ist denn hier einigermaßen langsam? Hier. Ne, warte, ich hab doch... Hier. So, und jetzt fummeln wir uns hier nämlich Schritt für Schritt ganz langsam nach vorne. Das wird echt ätzend. Oh, eine schöne Formation ist das natürlich auch nicht. So, haben wir noch jemanden? Euch? Okay. Ja, die Flugzeuge, die können nichts machen.
Okay. Die versuchen zu entkommen. Es wird natürlich nicht von viel Erfolg gekrönt sein. Was seid ihr? Gebirgsjäger. Und in den Wald rein können wir nicht angreifen. Okay. Dann warten wir, bis sie rauskommen. So, hier haben wir unseren nächsten Panzer. Da müssten die Pioniere hier mal so ein bisschen ausweichen. So, und die Gebirgsjäger. Die Artillerie, meine ich, besetzt das hier. Habe ich da zur Not Luftunterstützung? Uff, irgendwie nicht. Aber kommt ihr weit genug? 1, 2, 3, 4, nee. Gar nicht. Könnt aber mal hier drüben einen Blick für mich drauf werfen. Oh, hallo. Sichtweite 2. So, die Verlies sammeln sich hier erstmal. Muss meine dritte Einheit schon wieder hin dort. Die haben Reichweite 0. Achso, die sind im Panzerabwehrmodus. Fliegt mal hier drüben lang. So, und dann haben wir hier natürlich noch eine Einheit. Ah, toll. Direkt auf der falschen Seite ankommen. So, nehmen wir noch einen Flughafen ein, diese Runde. Ihr seid kein Flughafen, ne? Seid ihr? Ein Dorf. Wir könnten versuchen, an den dort ranzukommen. Aber nicht diese Runde. Und da ist auch ein BT-5. Ist der krass? Nicht wirklich. War die letzte Runde auch schon hier? Okay. Das hätte also schon mal wunderbar funktioniert. Oh, die Pioniere sind wieder so ätzend langsam. So, Jungs, seid mal nicht so frech da drüben in eurem kleinen verkackten Fluss. So, dann können unsere Panzerknacker hier noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Au. Super. Hier drüben. Das ist, das hier wäre der perfekte Spot. Brauche ich aber noch eine Runde.
So, ihr könnt hier unten mal eine kleine Runde drehen. Da oben haben wir ja alles unter Kontrolle offensichtlich. Ja, ihr dürft hier den Flussübergang bewachen. Was ist hier für ein Fluss? Weiß man das? Nö. Ja, und wir kommen schon wieder nirgendwo ran. Geil. So, wir müssen euch aber trotzdem irgendwie hier... Ich kann euch nicht nach da verlegen. Warum nicht? So weit weg. Ach, ist er belastend. Okay, dann hier, dort. Und ihr könnt hier nicht in diesen Wald einrücken, ne? Da müssen wir vielleicht hier so ein paar Pioniere oder irgendjemand schnell noch abstellen. Jetzt erstmal. Hä? Das Ding hatte ich doch aufgeklärt. Sind die unsichtbar? Die sind unsichtbar. Ihr Schweine. Das gibt's nicht. Die haben sich da echt unsichtbar gemacht. Oh Mann, das könnte echt daneben gehen. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwas gerissen bekommen. Wir machen denen zumindest ein bisschen Angst, würde ich vorschlagen. 1, 2, 3, 4. Damit die hier meine Gebirgsjäger in Ruhe lassen. Da hat man einmal keine Aufklärer dabei und dann passiert sowas. Richtige Pleite. So, ihr baut mir hier oben einen kleinen süßen Flugplatz hin. Ach, dann hätte ich die eigentlich ganz woanders hinfahren lassen können. Ja, egal. So, das waren, glaube ich, alle. Das war Artillerie. Okay, die Panzer haben sich hier zurückgehalten. So, ihr klappt euch hier aus. Na, ihr kommt nicht weit genug, ne? Nee. Okay. Aber ihr. Einer. Uff. Großartig. So, dann dürft ihr euch hier so ein bisschen zurückziehen. Und das hier. Was haben die für eine Initiative? 6. Dann dürften die eigentlich gar nicht zurückschießen, aber die bescheißen einfach, weil... Löst immer einen Hinterhalt aus, wenn sie angegriffen wird. Und hä? Verhindert das der Feind? Achso, die kann sich auch in enges Gelände mit ihrem ganz normalen Verteidigungswert stellen. Oh, Alter, seid ihr ein paar Betrüger. Okay, da müssen wir jetzt durch. Ne? Also die halten uns hier natürlich auf. Das ist deren Job. Den müssen wir ihnen natürlich dann irgendwie vermiesen.
So, ihr verlegt nach hier oben. Ihr werdet mich hier einen wunderbaren Flughafen hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, reicht locker. Und dann rücken wir hier vor. Panzer 2, hier unten. So, willst du lang fahren? Na gut, dann halt so lang. Was haben die für eine Sichtweite? 2. Also hier würden wir schon gesehen werden. Ihr seid ein BT-5. Ja, da komme ich von hier aus nicht ran. Mit gar nichts. Da müssen wir diesen Flugplatz benutzen. Achso, aber der war ja nicht so krass, hatten wir festgestellt. So, befindet sich hier jemand oder nicht? Das können wir zumindest relativ einfach ausfinden. Okay, so sieht das aus. Die Azul-Infanterie kommt bis dahin. Kann aber nicht vernünftig von Panzern flankiert werden. Nee, die kann nicht vernünftig flankiert werden. Das heißt, wir bauen unsere Linie hier ein. Obwohl, warum mache ich mir eigentlich Sorgen um meine Azul-Infanterie? Jetzt haben wir eine schwere Infanterie und Wehrpflichtige. Bams. Na, die Jungs kommen gerade eh nicht voran. Die können sich dann hier einmal verstärken, ganz easy. So, wo brauche ich euch? Da oben irgendwo vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, cool. Puh. Das wird jetzt natürlich schon ein bisschen belastend hier. Ihr solltet hier eigentlich auch nicht rumstehen, ne?
Ich komme hier leider nicht daneben vernünftig. Vielleicht wollen die ja mal versuchen, meine Panzer anzugreifen. Ich denke, meine Panzer könnten das ganz gut überleben. Oh, euch sollte ich verlegen. Wohin könnt ihr? Ihr könntet auch nach da oben direkt verlegt werden. Oder nach hier und dann weiter nach hier. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Nächste Runde ist schon wieder bewölkt. Okay. Was seid ihr? Artillerie, okay. Oh nein, wir sind aufgeflogen. So, da kriegt die Azul-Infanterie ordentlich Unterstützung durch die Panzer. Und hier wagen die Jungs tatsächlich den Ausfall. So, es ist bewölkt. Na gut, warum nicht? Ah, ihr seid hier so krass. Na gut. Oh, ich schaue gerade auf die Uhr. Machen wir beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Ja, die haben jetzt hier natürlich so ein bisschen Artillerieunterstützung. Das nervt schon. Ist aber kein Einbruch, würde ich behaupten. Das kriegen wir auch gebacken. Kann die 1... 3, 4, die könnten das eigentlich hier rüber... Ah nee, die bleiben hier hängen. Na, ist egal, ist nicht schlimm. Machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.